Hallo alle zusammen, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr in Photoshop Fotos nachbearbeiten könnt, sodass ihr beim Fotografieren bessere Ergebnisse erzielt. Zuerst werden wir hier im Hintergrund dieses Schild hier entfernen und im Gesicht einige Unreinheiten. Danach werden wir eine Helligkeitskorrektur machen, um die Helligkeitswerte zu verbessern und danach gleich eine Farbkorrektur, um die Farben stärker herauszuheben. Und zuletzt werden wir das Bild noch schärfen. Zuerst brauchen wir eine neue Ebene, um die Retusche durchzuführen. Die neue Ebene legen wir mit diesem Button in der rechten unteren Leiste an. Dann wählen wir in der linken Werkzeugleiste das Ausbessern-Werkzeug aus. Das findet ihr unter den Reparaturpinseln. Hier oben bei den Optionen wählen wir inhaltsbasiert und Anpassung ungenau. Ungenau deshalb, weil wir haben keine Details in dem Bereich, den wir hier erstellen wollen. Dann wählen wir noch alle Ebenen aufnehmen an, um wirklich den Inhalt vom Bild zu nehmen. Als nächstes zoomen wir in unser Bild. Das machen wir mit gedrückter Steuerungstaste und Leertaste und drücken dann die Maus und ziehen diese nach rechts. Jetzt könnt ihr mit gedrückter Leertaste und der Maus über die Arbeitsfläche navigieren. Als nächstes ziehen wir mit diesem Werkzeug eine Auswahl um diesen Bereich, den wir geändert haben wollen. Das können wir Stück für Stück machen. Jetzt, da wir eine Auswahl haben, müssen wir diesen Bereich einfach nur in eine Richtung verschieben und können so nach einer Stelle suchen, die uns besser gefällt und die da auch reinpasst. Nehmen wir hier an der Stelle zum Beispiel das hier. So, und jetzt seht ihr, das verändert sich automatisch. Und jetzt können wir hier gleich weitermachen mit Space navigieren und wieder eine Auswahl treffen und diese zu einer besseren Stelle verschieben. Jetzt wieder navigieren und Auswahl treffen. Und wieder verschieben. Da nehmen wir mal diesen Bereich hier. So. Mit STRGD können wir jetzt die Auswahl deselektieren und mit Doppelklick auf das Handsymbol sehen wir das ganze Bild. Und ja, hier diese Fläche. Wir sehen jetzt, das Schild ist verschwunden. Als nächstes kümmern wir uns um diese Unreinheiten hier und zoomen da auch rein, wählen nochmal das Ausbessern-Werkzeug aus und machen hier das gleiche wie zuvor. Hier können wir ein bisschen schneller vorgehen, weil das relativ einfache Stellen sind. Die Anpassung lassen wir auch auf ungenau, weil wir haben auf der Haut auch nicht so viele Details, die wir verbessern wollen. So. Hier noch Auswahl treffen, verschieben. Gut. Das passt dann soweit. STRGD deselektieren und mit Doppelklick auf die Hand wieder das ganze Bild sichtbar machen. Als nächstes wollen wir unsere Helligkeitswerte korrigieren. Wir sehen hier dieses Schwarz. Das ist nicht wirklich schwarz, das ist ziemlich gräulich. Und das wollen wir eben entfernen, sodass das Schwarz auch wirklich so dargestellt wird, wie es sollte. Dazu legen wir hier in der rechten unteren Ecke eine neue Einstellungsebene an.
diesen Button hier und erstellen eine neue Tonwertkorrektur. Bei dieser Tonwertkorrektur werden unsere Helligkeitswerte in einem Diagramm dargestellt und wir sehen hier eine ziemliche Lücke. Das heißt, diese Schwarzwerte sind gar nicht in unserem Bild vorhanden. Um das jetzt zu korrigieren, nehmen wir hier die Pipette, und zwar die schwarze hier ganz oben, zoomen in unser Bild rein, und zwar da, wo die Schwarzwerte zu finden sind, und wählen hier die dunkelste Stelle, die wir finden. Nehmen wir zum Beispiel die Stelle hier. Und wir sehen, er hat es jetzt automatisch angepasst. Jetzt machen wir das gleiche mit dem Weiß. Und zwar wollen wir hier diesen Übergang nicht haben. Dazu wählen wir die weiße Pipette und zoomen auch an unseren Himmel ran. Und nehmen hier das als Weiß. Und wir sehen hier, indem wir die Ebene wieder ausblenden, wie es vorher aussah. Und ja, Helligkeitswerte sehen viel besser aus als vorher. Wir haben noch mehr Möglichkeiten, diese Helligkeitswerte noch besser zu machen. Und zwar haben wir hier die Helligkeitskontrast-Einstellungsebene, wo wir die Helligkeit und Kontrast ziemlich genau festlegen können. Wenn wir den Regler hier nach oben drehen, dann sehen wir, unser Bild wird heller. Und den Kontrast können wir hier niedriger einstellen oder höher einstellen. Niedriger macht meistens keinen Sinn. So, nachdem wir mit den Einstellungen zufrieden sind, gehen wir zu den Gradationskurven. Das ist eine weitere Möglichkeit, unsere Helligkeitswerte zu verbessern. Wir wollen jetzt nämlich diese Schwarzwerte noch ein wenig mehr zur Geltung bringen. Und zwar haben wir hier in dieser Darstellung links unten unsere Schwarzwerte und rechts oben unsere Weißwerte. Die passen wir jetzt an, indem wir die Schwarzwerte ein wenig nach oben verschieben, damit heller machen. Und jetzt müssen wir die Gradationskurve noch ein wenig korrigieren, damit die Weißwerte so bleiben, wie sie waren. Schauen wir uns das an. Und wir sehen, unsere Schwarzwerte wurden ein wenig angepasst. Wir wollen es jetzt nicht so stark haben, also drehe ich hier mal die Deckkraft runter. Manchmal auf 50%. Sieht auch viel besser aus. Noch eine Möglichkeit, die Helligkeitswerte zu verbessern, ist die Belichtung. Das findet ihr auch hier unter den Einstellungsebenen. Und hier habt ihr auch nochmal drei Einstellungsmöglichkeiten. Die Spreizung würde ich jetzt nicht verändern, aber die Belichtung ist ziemlich gut, um die weißen Töne deutlicher rüber zu bringen. Hier können wir ein bisschen hochgehen. Und bei der Gamma-Korrektur können wir halt noch die allgemeine Helligkeit auch noch modifizieren. Wir gehen hier ein bisschen nach oben, nach unten, je nachdem. Gut. Zuletzt erstellen wir eine neue Gruppe für diese Ebenen, selektieren die alle mit gedrückter Shift-Taste und ziehen die alle in die Gruppe. Jetzt können wir die Gruppe ausblenden, um zu sehen, wie es vorher aussah und was jetzt an Änderungen hinzugekommen ist.
Nachdem wir unsere Helligkeitswerte verbessert haben, wollen wir jetzt eine Farbkorrektur durchführen. Wir sehen, unser Bild ist ziemlich blass, also erstellen wir erstmal eine Farbtonsättigung, Einstellungsebene. Die Ebene hat hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten, einmal den Farbton, die Sättigung und die Helligkeit. Wir wollen jetzt hier die Sättigung erhöhen. Und das machen wir, indem wir den Regler hier nach rechts drehen. Das war bei 15 ungefähr. Ja, das passt. So, und jetzt sehen wir, die Farben kommen mehr zur Geltung. Jetzt, da wir die Sättigung angepasst haben, wollen wir noch unsere Farbwerte verändern. Und zwar soll dieses Hemd hier besser zur Geltung kommen. Das ist so in einem Magentaton. Das Grün im Hintergrund soll also nicht so blass sein. Und im Gesicht wollen wir es gelblich, rötlich lassen. Also das hier im Hemd sind unsere tiefen Töne. Im Hintergrund haben wir die hellen Töne und das hier sind unsere Mitteltöne. Um diese Farbwerte anzupassen, gehen wir auf Einstellungsebene. Farbbalance. Hier können wir jetzt unsere Mittel, Tiefen und Lichter anpassen. Zuerst nehmen wir die Mitteltöne. Wenn wir den Regler nach links schieben, dann wird das Ganze hellblau, cyan, oder rechts, dann wird es rot. Wir wollen es jetzt ein bisschen rötlicher haben, also hier ungefähr bei 2, damit das Gesicht nicht so blass aussieht. Das reicht eigentlich hier. Bei den Tiefen wollen wir dieses Magenta mehr rausholen. Da schieben wir den Regler hier ein bisschen nach links. Und wir sehen, das passt sich schon an am Bild. Ein bisschen bläulicher. Machen wir es auch bei 4. Also hier lieber nur leicht verändern. Hier oben gehen wir. Ein bisschen nach oben, also das rötlich wird. Plus 2 ungefähr. So. Sieht auch ganz gut aus. Als nächstes noch die Lichter. Zwar wollen wir die Lichter ein bisschen grünlicher haben. Und zwar gehen wir hier bei Grün auf plus 4. So, dann gehen wir hier noch in Richtung Gelb. Ungefähr bei 2. So. Das passt auch ganz gut. So, und wir sehen, unsere Farbwerte haben sich jetzt schon angepasst und sehen schon besser aus. Als letztes, falls uns noch irgendwas nicht gefällt, falls unser Modell uns noch zu blass ist oder sowas, dann können wir hier auf selektive Farbkorrektur gehen. Und hier wählen wir eben die Farben aus, die wir verändern wollen. Hier gibt es Rottöne, Gelbtöne, Grüntöne. Also die ganze Palette und auch Weiß- oder Grautöne können wir hier verändern. Wir wollen jetzt unsere Weißtöne verändern. Und zwar wollen wir die ein wenig dunkler machen. Im Gesicht. Das sieht man nämlich. Da ist so ein Glanz drauf und den wollen wir raus haben. So bei 20. Ja, passt. Jetzt hat sich dieser Wert aber auch auf unsere anderen Weißtöne ausgewirkt. Um das zu korrigieren, drücken wir STRG-A und selektieren dabei diese Ebene hier. Und zwar die Maske der Ebene. Und schauen, dass hier Weiß und Schwarz als Sekundärfarbe ausgewählt sind und drücken Entfernen. Jetzt wirkt sich diese Ebene nirgends aus. Und zwar, weil hier alles auf dieser Ebene schwarz ist. Würden wir jetzt hier mit einem Pinsel weiß auf der Ebene malen, erhöhen die Deckkraft hier auf 100%, Fluss muss auch bei 100% liegen. Wenn wir hier jetzt mit weiß drüber malen, dann sieht man, es passt sich
an. Und die Ebene wird nur da sichtbar, wo auch weiß ist. Wenn wir jetzt hier mit Alt auf unsere Ebene klicken, dann sehen wir, wo wir mit diesem Weiß aufgemalt haben. Also es wirkt sich wirklich nur auf diesen Bereich hier aus. Wollen nämlich nicht, dass der Hintergrund betroffen wird. So, hier machen wir jetzt das gleiche wie vorhin auch. Wir fassen diese drei Ebenen in eine Gruppe zusammen und schauen uns an, wie das vorher ausgesehen hat. Wir sehen, es hat sich deutlich verbessert von Farben her. Wir deselektieren jetzt noch unsere Auswahl. So. Als letztes wollen wir noch eine Bildberechnung machen. STRG A, um alles zu selektieren. STRG Shift C, um alles zu kopieren. Und STRG V, um das Ganze einzufügen. Jetzt haben wir alles in einer neuen Ebene drin. Und diese Ebene konvertieren wir jetzt in ein Smart Object. Das hat den Vorteil, dass wir alle Änderungen, die wir hier machen, auch im Nachhinein noch verändern können. Zum Beispiel wollen wir jetzt unser Bild noch schärfen und wir wollen noch unsere Schwarztöne ein bisschen aufhellen. Um diese Schwarzwerte aufzuhellen, geht ihr hier unter Bild, Korrekturen, Tiefen und Lichter. Hier ist normalerweise dann ein Fenster offen, das so aussieht. Und zwar müsst ihr hier dann auf weitere Optionen einblenden drücken, um die vollen Einstellungsmöglichkeiten zu kriegen. Hier Stärke ist die Stärke, mit der es aufgehellt wird. Tonbreite ist die Menge der Schwarzwerte, die aufgehellt werden soll. Und zwar die ganz tiefen Schwarzwerte oder die helleren auch. So, und hier der Radius, der bestimmt den Bereich, der dabei aufgehellt wird. Wir wollen das Ganze ein bisschen dezent halten, also lassen wir die Werte ein wenig, heben wir die Werte nur ein wenig an. Wir sehen hier den Effekt. An diesen Stellen werden unsere Schwarzwerte angepasst. So, das passt. Falls wir hier noch die Lichter ändern wollen, gibt es hier auch noch die Möglichkeit, diese Lichter anzupassen. Bei uns sieht das hier nicht so gut aus. Deshalb lassen wir das auf 0. Und falls dabei noch eine Farbkorrektur notwendig sein sollte, dann kann man hier die Sättigung noch anpassen von den Werten, die aufgehellt werden. Bei uns passt es so. Wir lassen es bei 0. Oder man kann auch den Kontrast anheben. Aber das war bei uns auch optimal eigentlich. Jetzt drücken wir noch auf OK, um zu bestätigen. Können es mit vorher noch vergleichen. Als letztes wollen wir unser Bild noch schärfen. Dazu gehen wir zuerst auf die Lupe und drücken hier zweimal drauf. So seht ihr die tatsächliche Pixelgröße, in der das Bild angezeigt wird. Und dann sucht ihr euch einen Bereich, der gut ist, um die Schärfe beurteilen zu können. Wir bleiben hier jetzt mal beim Bart. Und gehen hier auf Filter.
Scharfzeichnungsfilter und hier auf unscharf maskieren. Ihr seht, hier hat es auch einfache Filter wie Scharfzeichnen, aber da haben wir nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, deshalb nehmen wir hier unscharf maskieren. Das ist eigentlich das Beste, um Bilder im Nachhinein, die nicht so rausgekommen sind mit der Schärfe, noch zu verbessern. So, jetzt öffnet sich so ein Fenster. Das verschieben wir mal hier hin. Und jetzt können wir hier unsere Einstellungen treffen. Die Stärke, mit der scharf gezeichnet wird. Der Radius ist der Bereich, in dem diese Methode der Scharfzeichnung angewendet wird. Und hier haben wir noch den Schwellenwert. Das heißt, wenn wir den anheben, je höher der geht, desto weniger wird scharf gezeichnet. Das heißt, er sucht auch die weichen Stellen und überspringt die. Und je höher dieser Wert, desto mehr weiche Stellen findet er. Das ist sozusagen die Toleranz, die er hat. Also den muss man relativ klein lassen, um auch noch ein Ergebnis zu sehen. Wir sind hier bei 7 ganz gut dran, 8, 7. Weil ihr seht, hier im Hintergrund haben wir auch eine leichte Scharfzeichnung drin und das wollen wir eben nicht. Hier bei 7 passt es. Der Radius sollte so ungefähr bei 1 bis 3 liegen, da am besten nicht zu weit rausgehen, weil sonst kriegt ihr so einen Halo-Effekt auf euren Bildern. Und das sieht dann nicht so gut aus. Wir bleiben hier bei 1,5. Und die Stärke setzen wir hier ein bisschen runter auf 85. Und wenn wir hier mit der Maus draufklicken, dann sehen wir, wie es vorher aussah. Und wenn wir es loslassen, dann seht ihr, wie es nach dem Scharfzeichnen aussieht. Das war uns jetzt doch ein bisschen zu schwach scharf gezeichnet. Gehen hier auf 95. So. Drücken auf OK. Jetzt können wir uns das Bild auch noch aus der Ferne anschauen. Und sehen, es sieht schon schärfer aus. Hier, diese Ebene hier hat hier dieses unscharf maskieren, diesen Filter mit drin. Und den können wir mit dem Auge hier ausblenden, zum Beispiel, um zu sehen, wie es vorher aussah. Sieht man hier auf der Entfernung jetzt nicht direkt, aber wenn wir hier drauf drücken, dann sieht man, wie das sich verändert. Und falls uns die Schärfe dann immer noch nicht so gefällt, können wir das hier auch noch anpassen. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und ihr konntet was dabei lernen.